Okay, Jungs, bevor das Video beginnt, ich werde mich wirklich schnell halten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr kurz dranbleiben würdet. Wir haben gerade gelivestreamt. Es lief nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich hatte kein Bild auf meiner Elgato. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Dafür brauche ich ja also ein Erweiterungskabel. Kann ich euch alles mal in Ruhe im Stream erklären. Werde jetzt dann zu Saturn fahren und ja, mir diesen Kabel kaufen gehen. Vielleicht wird es heute Abend dann einen Livestream geben. Ich muss schauen, wie schnell ich es probiere oder schaffe, besser gesagt, anzubauen. Trotzdem danke dafür, dass ihr am Start wart. Wir werden durchgehend über 200 Leute. Wir sind kurz vor den 10k, aber das ist alles nur Nebensache. Ich danke euch trotzdem wirklich, danke, dass ihr mich so supportet in letzter Zeit. Ihr werdet jetzt ein Video vom Fame Soccer Crew sehen, mein Designer. Er war schon 2 bis 3 Mal auf diesem Kanal vertreten. Er hatte mich gefragt, ob er ein Video hochladen kann auf meinen Kanal, auch dass es ihn halt natürlich pusht. Und seine Videos haben eine Qualität, wie ich finde, meiner Meinung nach, ja, von einem YouTuber mit mindestens 5000 Abonnenten. Also wirklich, er macht sehr, sehr gute Arbeit. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Spätestens Montag sind wir live, vielleicht aber auch spontan heute Abend. Also macht die Glocke an, vielleicht bin ich heute Abend live. Ansonsten werde ich es nochmal auf Instagram oder Twitter posten. Dann bin ich raus, jetzt geht's los mit dem Video. Genießt es. Let's go. Moin Leute, herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einem neuen FIFA 20 Trading Video. Ja, ihr seht es schon, ich bin jetzt nicht Robby. Also ich denke mal, dass man es sieht. Heute gibt es ein FIFA 20 Tech Avion Trading Video. Ja. Manche kennen wahrscheinlich die Methode schon aus FIFA 19 oder FIFA 18. Keine Ahnung, auf jeden Fall effektiv ist sie allemal. Und darauf werden wir heute ein bisschen eingehen. Ich werde euch das ein bisschen erklären. Und ja, das sind 3 einfache Schritte, die man da können muss oder machen muss, um Gewinn zu machen. Ja, und falls ihr euch fragt, warum heute nicht Robby am Start ist, ganz einfach. Ich bin für ihn eingesprungen. Sein PC ist ja momentan RIP und da nehme ich ihm, glaube ich, ein bisschen Arbeit ab, wenn ich mal ein Video mit Trading übernehme oder mache. Das ist jetzt auch nur eine Ausnahme. Keine Angst, Robby kommt wieder. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, auch bei mir gerne. Ist kostenlos, unterstützt uns. Und ja, Support ist kein Mord, ab dafür, let's go. Ja, Tech Avion läuft wie folgt ab. Man sucht sich einfach Spieler aus, die, ja, man kann schon sagen, etwas teurer sind. Allerdings müssen die auch spielbar sein und oft verwendet werden. Also jetzt zum Beispiel haben wir ein Martial, mit dem man es machen könnte. Der ist halt wirklich sehr teuer, aber man könnte es mit ihm auf jeden Fall machen. Andersrum geht es auch mit einem Militao. Mit dem habe ich es dann zum Beispiel ausprobiert. Klappt wirklich sehr, sehr gut. Ja, und ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie das Ganze abläuft. Und zwar ist das so, dass ich werde jetzt hier eine Aufnahme von der PlayStation, denke ich mal, noch einblenden, damit ihr das ein bisschen bildlich vor euch habt und seht, wie ich das gemacht habe. Als erstes sucht ihr euch den Spieler aus, den ihr haben wollt und mit dem ihr das machen wollt. Und mit dem ihr wisst, dass es gehen könnte. Am besten guckt ihr da einfach mal auf Footbin. Und ja. Ich habe es jetzt zum Beispiel, wie gesagt, mit Eder Militao gemacht. Geht easy mit dem. Ist ein sehr brauchbarer Spieler, wird sehr oft in der Weekend League benutzt. Da müsst ihr auch drauf gucken. Guckt mal zum Beispiel, ja, wie gesagt, Martial könnte man nehmen oder Jesus vielleicht. Ja. Werden öfters mal in der Weekend League benutzt auf jeden Fall und darauf kommt es auch an. So, die zweite Sache, die ihr da macht, ist, ihr kauft diesen Spieler für den regulären Preis und setzt ihn dann nach ein paar Schritten, die wir jetzt gleich noch erläutern werden, die ich jetzt gleich noch ein bisschen näher beschreibe und erklären werde, setzt ihr diesen Spieler für 10k, 15k mehr einfach drauf. Und nach einer Zeit wird er auf jeden Fall gekauft, wenn nicht sogar direkt. Ja. So, erster Schritt. Ihr guckt, dass ihr einen frischen Spieler erwischt. Ja. Also der noch nicht benutzt worden ist. Einfach 7 Verträge, noch kein Spiel gemacht. Und dann bemüht ihr euch drum, den zu kaufen oder snipet den einfach. So, zweiter Schritt. Ihr werdet dann einfach ganz easy 99 Verträge draufballern, beziehungsweise so viele, bis der Spieler 99 Verträge hat. Und dann guckt ihr auch in der nächsten Kategorie schon weiter. Und das ist Heilung, aber Heilung braucht ihr nicht bei einem Spieler, der noch nicht benutzt worden ist. Deshalb geht man dann direkt zu... Na gut, Fitness auch nicht, aber geht man dann direkt zum Chemistry Style, ja. Da könnt ihr dann jetzt zum Beispiel beim Eder Militao... was könnte man da nehmen?
Ja, auf jeden Fall irgendwas für defensiv, dass das, ja, dass die Defense auf jeden Fall verstärkt wird. Backbone oder so heißt es, glaube ich. Kann man auf jeden Fall dafür benutzen. Ist auch nicht so teuer. Also nehmt auf jeden Fall kein Shadow oder kein Hunter oder irgendwelchen anderen absolut überteuerten Chemistry Styles, ja. Wäre absolut dumm. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr den dritten Schritt und werdet ganz einfach ein Spielertraining auf diesen Spieler raufhauen. Ja, bedeutet, ihr sucht euch jetzt dann irgendwas aus, sagen wir Tempo oder Defending, ja, verteidigen. Das wird dann um 10 geboostet, je nachdem, also ich würde dann schon das goldene Trainingsding nehmen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ja, ich zeige euch das jetzt noch einmal, wie der weggegangen ist, der Kollege. Danke dafür. Ihr seht es. Hier, den hatte ich bearbeitet, das sieht man jetzt nicht mehr, glaube ich, nein. Habe ich für 23.000, glaube ich, gekauft. Oder 25, bin ich mir gerade nicht sicher. Eins von beiden auf jeden Fall. Und der ist einfach für 33,5k weggegangen. Und ja, habe ich mir noch einen gekauft. Habe da diesmal aber nicht die Defense verstärkt, sondern einfach mal Tempo, weil ich es ausprobieren wollte. Und ja, da müssen wir halt abwarten, ob der weggeht. Aber ja, falls nicht, werde ich einfach den Boost wieder in die Verteidigung setzen, dass er 91 Defending hat. Ganz easy. Ja. Das ist eigentlich alles, was man dazu wissen sollte. Wie gesagt, guckt euch das genau an, was man da für Spieler nehmen sollte, was man für Spieler nehmen kann. Ja. Ihr könnt es auch von mir aus mit Militao mal probieren. Ich weiß nur nicht, wie sich das auswirkt durch das Video. Ganz klare Sache, ne? Nicht, dass es jeder dann mit dem versucht. Deshalb am besten ist, ihr sucht euch einfach eigene Spieler. Ja, das war es auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich bedanke mich für jeden, der zugeschaut hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hilft euch weiter. Das ist natürlich eigentlich die Hauptsache von diesem Video, an diesem Video, in diesem Video. Von mir aus war es das, wie gesagt. Haut rein, wir sehen uns. Ich hoffe auf meinem Kanal. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao.